Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt: Bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Wastaghfirullah, inna Allah ghafurur rahim. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt, und dass unser Prophet Muhammad sein Anbieter, Diener und Gesandter ist. Allah Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema Istighfar, Al-Istighfar, die Bitte um Vergebung und die Reue. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man sich jedoch für einen Fehlverhalten entschuldigt, so wird dieses Istighfar genannt. Das Wort Astaghfirullah, welches Allah, ich bitte um Vergebung, bedeutet, soll niemals unüberlegt angesprochen werden. Ansonsten entsteht der Eindruck, dass man den Angesprochenen nicht ernst nimmt. Eine Bitte um Vergebung ist nicht so schwer zu leisten. So steht im Koran: O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebend und Barmherzig. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Dieser Vers ist eine Einladung an alle widerspenstigen Menschen, die den Iman verweigern, und ebenso an alle anderen: Räum dich, umzukehren. Allah segensreich und erhaben ist. Er sagt damit, dass er alle Sünden verzeiht, solange der Mensch sie bereut und von ihnen Abstand nimmt. Egal, welche Art diese Sünden auch sein mögen und wie viele, selbst wenn sie ja dem Schaum des Meers gleichkämen. Aber muss die Reue aufrichtig sein, sonst könnte sie auch als Spiel, Belustigung oder gar stupt aufgenommen werden. Das heißt, die aufrichtige Reue für Sünden aus tiefstem Herz. Wer gesündigt hat und bereut, verspricht seinem Herrn, Allah, dieselbe Sünde nicht noch einmal zu begehen, damit unsere Sünden getilgt werden. Liebe Geschwister, die Reue ist die Einsicht des Geschöpfes, einen Fehler begangen zu haben. Die Reue und Scham, die ihnen deswegen überkommt, und feste Ansicht ist nicht wieder zu tun. Wenn diese Bedingung auf die bereuende Person zu treffen, dann wird ihre Reue bestimmt angenommen. Allah ist barmherzig und liebvoll. Im Koran steht: Bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor ihm. Gewiss, mein Herr ist barmherzig und liebvoll. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alles Lob gehört Allah und Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Liebe Geschwister, es besteht kein Zweifel darin, dass die Nachlässigkeit zur Natur des Menschen gehört. Wenn ein Mensch erkennt, dass das, was er getan hat, wirklich falsch war, und über dieses von ihm begangene Unrecht groß Reue empfindet und beschließt, dieses nie wieder zu tun, und dieses Gelöbnis vor Allah ausspricht und Vergebung und um Vergebung ja schon wieder bittet, dann wird dieses Taubatun Nasuha genannt.
Wenn man jedoch bereut und sich Allah in aufrichtiger Reue zukehrt und zugekehrt hat, ist zu sagen, dass Allah, der Hocherhabene, gewiss die ehrliche Reue seiner aufrichtigen Anbieten Dienenden annimmt. Allah, der Hocherhabene, drängt seine gläubigen Anbieten Dienenden aufrichtigen Reue und verheißt ihnen, sie zusammen uns anzunehmen und sogar ihre schlechten Taten in gute Taten umzuwandeln. Allah, der Hocherhabene, sagt: O, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen. Möge Allah uns vor Sünden bewahren und uns den Willen geben, aufrichtig zu bereuen, damit unseren Sünden vergeben werden. Amen.